Mannheim setzt nach. McDonald ist sich uneins mit Mauer. Augsburg im Vorwärtsgang mit Oliver. Sehr gut von Reul außer Gefecht gesetzt. Oh, ja, und dabei hat er sich wehgetan. Ja. Jetzt läuft er rüber Richtung Bank. Und gibt dem Mauer noch eine mit. Der Mauer gibt ihm eine zurück. Der Arm des Unparteiischen bleibt unten. Es wird ein bisschen ruppig. Auch die Aktion eben nochmal von Mauer gegen Verteidiger Paymore. Am Rande des Erlaubten. Ja, aber man sieht, harter Check wieder von Dennis Reul, der blutet am Auge. Der Oliver muss sich auf der Bank behandeln lassen. Ja, den Check müssen wir uns leider nochmal ansehen. Und jetzt kracht es da hinten. Der Bradford, Perriard musste da einen einstecken. Und hinten im Mannheimer Drittel behaken sich zwei. Scalzo und O'Connor. Da fliegen auch kurz mal die Fäuste. Da kommt beim einen jetzt ein bisschen Frust auf. Aber war nicht schlimm. Mir würde der Check von Reul würde mich noch mal interessieren. Weil da kam diese ganze Geschichte auch auf, dass beide Mannschaften etwas aggressiver wurden. Hier ist er. Nein, aber sehe ich als fairen Check an. Problem ist, dass Oliver mit dem Kopf oder dem Gesicht ins Plexiglas fällt. Ja, dass ich wirklich wehgetan. Und dann kam die ganze Geschichte eben ins Rollen. Oliver fährt jetzt zum Wechseln, ist sauer, man sieht es in seinem Gesicht an, checkt jetzt Mauer. Mauer haut natürlich zurück und dann kam diese ganze Geschichte auch ins Rollen. Harter Check hier von Tallaxon gegen McDonald, aber auch hier fairer Check, nichts passiert. Dann hier der Trash-Talk, da ist nicht viel passiert zwischen O'Connor und Scalzo. Die beschimpfen sie ein bisschen. Jetzt geht es hier unten aber weiter. Die Handschuhe sind geflogen. Markus Kink war da ganz schnell bei der Hand sozusagen gegen Noah Clark. Zum Faustkampf kam es nicht, aber die haben da unten den Schiedsrichter diskutiert. Und plötzlich haben die beide die Handschuhe und den Schläger weggeworfen und waren bereit hier. Ich finde es immer schade, dass die Linienrichter dann so dazwischen gehen. Lasst die Jungs doch ein bisschen streiten, das ist doch Körper zum Eishockey dazu. Hier ging's los. Kindner, der Kapitän, der steht bei den Schiedsrichtern und dann werfen beide die Handschuhe weg. Hätte ich mir gerne angesehen. Tja, da hat er sein Kapitänsamt auf der einen Seite auch alle Ehre gemacht. Bisschen zu wörtlich. Muss sofort. Hier sehen wir aber Oliver, dass er sich nochmal beim Schiedsrichter beschwert. Er hat eine Augenverletzung, blutet. 10 Minuten bis 7 Minuten. Es war kein unfairer Check, kann man wirklich nicht sagen. Das Einzige, was man ihm anprangern kann, er hat die Hände von Oliver etwas gehalten und Oliver ist dann mit dem Gesicht eben in die Plexiglasscheibe. Dann geht das Ganze seinen Lauf und seinen Weg. Ja, bei dem Duell Reul gegen Oliver 1,93 und 101 Kilo, bei Reul gegen 1,81 und 83 Kilo. Ja, ach, natürlich was aus, darf man nicht diskutieren. Mein Larry Mitchell ist richtig sauer. Reul hat jetzt schon den zweiten Spieler mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt. Hier sehen wir nochmal die Platzwunde von Oliver am Auge. Ja, und jetzt hat er auch Blut auf dem Trikot. Es ist also die Frage, wann er ihn überhaupt wieder bringen kann. Ja. Larry Mitchell, sein Top-Stürmer. Das wird jetzt eine Zeit lang dauern. Und die Zeit, die läuft den Augsburgern davon. Zwei Tore liegen sie im Rückstand. Du hast es angesprochen, normal muss das Trikot gewechselt werden. Mir ist es auch schon passiert. Trikot voll Blut, dann musst du das Trikot wechseln. Ich weiß nicht, ob sie noch ein Ersatztrikot dabei haben will. Sollte man aber eigentlich. 9,5 Minuten sind noch zu spielen. Es geht weiter mit 5 gegen 5 auf dem Eis. Es sitzen zwar jeweils zwei Spieler auf der Strafbank, aber Strafen, die sich gegeneinander aufheben, während Klumak hier nochmal Dennis Endras prüft. Ja.
Und jetzt geht's wirklich rund, Harry. Fastkampf zwischen Roy und Swiss. Und ich glaube, der Roy, der ist unerfahrener, aber der schlägt sich gut. Oh mein Gott. Das ist... Guter Fight, sehr guter Fight. Like. Oh, sehr guter Fight, muss ich wirklich sagen. Das ist Eishockey, da kann weniger passieren, weil beide da vorbereitet sind. Natürlich schon aus. Aber jetzt müssen die aufpassen da hinten, dass die sich noch mal, nicht nochmal im Kabinentrakt begegnen. Aber das passiert ganz selten, dass dann, wenn sie beide runtergehen, nochmal draußen was passiert. Aber das sind Dinge, die gehören einfach dazu. Beide sind darauf vorbereitet. Jetzt gibt es nochmal hier viele Strafen. Zuvor gab es 10 Minuten. Gegen King, 10 Minuten gegen Clark. Es wird der NHL, man sieht es hier oben am Bildrand. Das Spiel ist eigentlich nur ganz woanders. Beide schmeißen die Hände weg und die Handschuhe. Sehr schön. Zunächst sah er gar nicht so gut aus, der Dennis Royal, aber dann hat er doch mächtig hier. Hat er kurz getroffen. Hat er mächtig ausgeteilt gegen Jeff Swiss. Aber ich würde sagen, Origin 15-15. Wer weiß, Wes am Hinterhaus wieder besser kommt. Aber dass er hier weiter prügelt, nachdem Roy schon am Boden liegt, ist natürlich auch nicht ganz gentleman-like. Aber da bist du so voller Adrenalin. Na klar. Also, diese Partie in Mannheim, die geht noch 9 Minuten und die bietet guten Sport in allen Belangen. Absolut. Fünf plus Spieldauer natürlich gegen beide, gegen Royal wie gegen Swiss. Beide sind schon in der Kabine, mischen hier nicht mehr mit. Und Augsburg braucht Tore. Mindestens 2, um die Partie auszugleichen. Kettemer. Ja, und dann Mannheim.